Ich hatte im letzten Video ein Thema angesprochen, und zwar ging es darum, dass wir ständig versuchen, irgendwo von irgendetwas wegzulaufen. Das heißt, wir rennen irgendwo hin und denken, wir wollen etwas, aber wir erkennen nicht, dass wir in Wirklichkeit, unser erster Antrieb, unser wichtigster Antrieb, der ist, dass wir vor etwas anderem davonlaufen. Wir laufen also irgendwo hin, um irgendwas anderem zu entkommen, sozusagen. Und dann denken wir, das wäre das, was wir wollen. Das ist meistens nicht richtig. Sondern wichtig zu wissen oder wichtig zu erkennen ist, dass du nicht irgendwo ankommen musst, sondern dass du bereits angekommen bist. Und aus diesem Paradigma heraus, kann man handeln. Aus diesem Paradigma heraus oder aus dieser Einstellung heraus weiß man auch, was man wirklich möchte. Weil das andere, dieses Weglaufen und woanders hinlaufen, damit man woanders sich entfernt von etwas anderem, das ist meistens nur, irgendein Vorwand, um wo wegzukommen. Es ist da, wo du in dem Moment hinläufst, das ist nicht das, was du wirklich willst. Du denkst in dem Moment, dass du es wirklich willst. Das heißt, um zu erkennen, ich muss mal ein bisschen weggucken, weil das Licht blendet mich, sonst falle ich hier gleich die Weinberge runter. Das, was wir wirklich wollen, das entdecken wir erst, wenn wir erkennen, dass wir bereits angekommen sind. Dass wir bereits vollständig sind, dass wir bereits alles haben, was wir brauchen. So dumm es klingt. Wir denken, wir haben nicht alles, was wir brauchen. Wir denken, wir sind unvollständig, wir sind so dick, wir sind so unsozial, wir sind sozial inkompetent, wir haben nicht den richtigen Job, nicht die richtigen Freunde, nicht die richtige Freundin, nicht den richtigen Freund. Oder werden niemals jemanden finden. Nein, erkennen, dass alles so wie es ist, bereits vollständig und vollkommen ist. Und aus diesem Paradigma heraus handeln wir. Und wenn wir aus diesem Paradigma heraus handeln, dann werden wir entdecken, was wir wirklich wollen. Und dieses auch tun, und zwar auf eine Art und Weise tun, dass wir nicht irgendwo anders weglaufen, sondern dass wir in Richtung etwas gehen, das uns inspiriert. Nicht irgendwie wohin laufen, damit wir weit weg sind. Weit weg, wenn uns ständig gesagt wird von anderen Menschen. Oder wenn wir in der Jugend gemobbt wurden und weil wir zu dick waren zum Beispiel. Und dann laufen wir unser Leben lang dem Fitness, dem guten Körper hinterher. Aber irgendwie ist es ein Ausweg. Wir wissen aber nicht, ob es uns wirklich inspiriert. Natürlich kann es zufälligerweise auch etwas sein, was uns im gleichen Maße auch inspiriert. Dann ist das natürlich super. Aber erstmal sich befreien davon. Das Entdecken, ich bin schon da, mit mir ist alles in Ordnung. Und dann aus dem Paradigma heraus loslegen. Dann geschieht das, was man tut, mit viel mehr Kraft, mit viel mehr inspirierender Energie, auch für andere Menschen. Und wir haben dadurch, wir haben dadurch einfach auch mehr Energie, solche Dinge durchzuhalten. Weil wenn wir ständig vor etwas weglaufen, dann ist es das, was wir nicht wirklich aus dem tiefsten Herzen heraus wollen, was uns quasi reflektiert, was uns widerspiegelt, dann ist es für uns immer irgendwann oder immer eine Qual, es zu tun. Wir denken, wir müssen es tun, um nicht wieder dahin zurückzufallen. Und das ist ein Druck. Und mit Druck zusammen kann man nicht inspirierende Dinge bewirken, sondern das muss aus seiner Position heraus geschehen. Es ist geil, dass ich hier bin. Es ist alles in Ordnung, wenn ich es nicht tun würde. Jetzt tue ich es aber trotzdem. Und dann ist das frei. Dann kann mir das frei tun. Und inspirierend tun und ohne Druck tun. Und dann stellen sich auch die Erfolge ein. Und dann stellt sich auch die Kontinuität ein. Dann machen wir das auch. Dann wird das ein Teil von uns. Und dann werden wir auch gut darin. Dann werden wir inspirierend und so weiter. Und wenn wir es mal, der Mensch entwickelt sich, darüber habe ich auch schon mal gesprochen. Wenn wir irgendwann dann eine Phase haben, wo das nicht mehr zu unserem Leben passt, dann können wir es auch einfach ablegen, ohne Angst zu haben, jetzt fallen wir wieder irgendwohin zurück, wo wir früher waren und was wir gehasst haben. Also wir können dann auch ganz einfach neue Dinge tun und diese wieder inspirierend tun und inspiriert tun. Also ein ganz wichtiger Glaubenssatz, ein ganz wichtiges Weltbild, erkennen, dass man bereits angekommen ist, dass man nirgends hin muss. Es ist manchmal schwer am Anfang. Man muss vielleicht erst vor Dingen davonrennen, um zu erkennen, dass es eigentlich alles nichts bringt, dass man im Prinzip schon dort angekommen ist, wo man immer hin wollte. Aber
es ist sozusagen das Wahre und es ist das, was wirklich die Welt verändert und dich selbst verändert vor allem und dich glücklich macht. So viel dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.